Und hallihallo und willkommen, meine lieben Kameraden, zur neuesten Folge von World of Tanks mit mir, den Florian. Und wir sind hier in Mittengard. Eine neue Map für euch, wenn ihr nur meine Let's Plays anschaut. Beziehungsweise ist es eine Welt nur für leichte Panzer. Denkt mal, ihr würdet das hier mit Jagdpanzer und alles drum und dran spielen. Die würden einfach nur auf die andere Seite knallen. Ja. Aber gesagt, für die Kleinen. Auf jeden Fall ein Heidenspaß. Und wir haben hier einen britischen, die Stuart 1 bis 4. 1 bis, doch, 1 bis 4. Wie gesagt, da bin ich gerade auf eine schöne Reihe gestoßen. Gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, ist auf dem Weg Richtung Sherman. Und ja, dann lassen wir das Ding mal starten. Und ja, die Artillerien starten übrigens hier am Rand. Deswegen weiß man immer so gut, wo sie sein könnten. Und es geht los. Und ich muss sagen, die Briten haben echt eine gemeine Bewaffnung. So. Ja, ich lasse meinen Fokus einfach mal da, wie ich da ziele. Und ich mache. Das ist heftig an den Briten. Die britischen leichten Panzer jetzt momentan, später dann die mittleren, die machen mehr Schaden als verdammte Jagdpanzer. Manchmal. Die haben aber auch so ihre Nachteile. Aber schadensmäßig haben die es manchmal echt drauf. Dieser Panzer wird uns noch einige Zeit lang nerven. Wir konzentrieren uns lieber auf die Reihe. Nein, wieder zurück, 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 zurück. Genau, und auch noch ein bisschen da drauf. Bam. Bam. Ah, hat uns einen Kill geklaut. Fuck, verfehlt. Und unsere. Naja, das war der Panzer, aber gegen den können wir nichts ausrichten. Ist einfach zu heftig. Das ist die Sache. Jetzt ist da wieder in der Mitte einer. Das sehen wir jetzt natürlich. Das heißt, das sehen wir natürlich wieder. Ich wundere mich immer, Gott, wie kann ich mich noch mal daran erinnern, wie ich gekämpft habe? Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich kann mich einfach nur noch. Ja. Ich kann es halt leicht kommentieren, zu sagen, wie ich spiele. Das ist leicht. Der ist weg. Ja, machen wir ein wenig die freie Ansicht. Okay, hätte ich jetzt den ausschalten können, aber den habe ich gelassen. Mich hat dieser Typ hier genervt. Bam. Der ist jetzt auch weg. Und weiter geht's. Jetzt räumen wir so von hinten auf. Das ist ganz praktisch. Oh. Da hinten ist wieder noch einer. Oh. Ah ja. Ich beachte ihn einfach nicht und gehe auf den nächsten. Weil, wie gesagt, wenn man die Rüstung nicht durchschlagen kann, soll man es auch einfach lassen. So. Die lasse ich mal weiter spielen. Muss sagen, der hat echt was ausgehalten. So, und jetzt heißt es Artillerie. Der Gewinner bekommt sie. Und ja. Da hat sie mich auf jeden Fall gesehen gehabt, aber ich war schneller. Und da ist sie ja. Rammen, rammen! Ramsi! Ausweichen. Hätte ich sie gerammt, hätte ich sie bekommen. Ja, das habe ich nicht geschafft. Naja. Wie gesagt, das war's. War auf jeden Fall eine gute Runde. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zur nächsten Folge. Haut rein oder Ade. Ciao.